Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das Thema im Rahmen unserer Glaubensbekenntnispredigten. Und ich will dazu einen Vers herausnehmen aus dem Text, den wir eben gehört haben. Den Vers 35 aus Lukas 1. Der Engel antwortete und sprach zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also wir merken, das Glaubensbekenntnis fußt auf dem Neuen Testament und dies ist nicht die einzige Stelle, in der davon gesprochen oder das vorausgesetzt wird. Das ist christlicher Glaube in höchster Wichtigkeit nicht eine Nebensache, sondern offensichtlich eine Hauptsache. Hier wird also gesagt, dass die Geburt Jesu eine ganz besondere war, dass eine Menschenfrau ihn geboren hat und seine Mutter wurde und dass der Heilige Geist, also Gott selber, dafür verantwortlich ist, dass dieses Kind in ihr gebildet wurde. Gott also der Vater ist und dieses Kind, Jesus Christus, Gottes Sohn. In unseren Glaubenskursen mit Afghanen und Iranern, da begegnet mir an diesem Punkt immer ein Widerspruch, mal ausgedrückt und mal merke ich es an den Gesichtern der Leute, nämlich, dass es jemandem, der vom Islam geprägt wurde, ganz, ganz schwer fällt, diese Sache zu glauben. Und zwar, weil vom Islam gelehrt wird, dass die Christen denken, Gott hätte Sex mit einer Frau gehabt. Und das erscheint ihnen unmöglich. Und in der Tat, hier ist auch nicht von Sexualität die Rede und vom Geschlechtsakt, sondern hier ist von einem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes die Rede. Und die Sohnschaft Jesu Christi ist noch einmal etwas anderes und viel mehr als eine biologische Sohnschaft von Jesus gegenüber Gott, dem Vater. Es gibt neben diesem östlichen Widerspruch gegen die Aussage durchaus natürlich auch einen westlichen Widerspruch. Und dieser westliche Widerspruch, also zum Beispiel bezogen auf den gewöhnlichen Deutschen und sein Denken, ist oft, dass das mit der Jungfrauengeburt doch gar nicht sein könne, weil es doch den biologischen Erkenntnissen darüber, wie Kinder zustande kommen, widerspricht und unseren Naturgesetzen. Das Argument habe ich schon oft gehört und Sie vielleicht auch. Du kannst doch nicht ernsthaft an die Jungfrauengeburt glauben, heute noch. Und wenn wir uns die Konsequenzen dieser Sicht angucken, dann können wir, falls es die Jungfrauengeburt, die doch im Neuen Testament behauptet wird, nicht geben könne, nur noch an einen Gott glauben, der eben keine Wunder tun kann, der selbst den Naturgesetzen unterworfen ist und keine Freiheit hat, unabhängig von diesen Gesetzen das zu tun, was er möchte. Dann haben wir es mit einem Gott zu tun, der letztlich sehr klein in seiner Macht ist und uns auch in unseren Nöten nicht wirklich helfen kann. Und wir haben es mit uns als Menschen zu tun, für die es nicht mehr gibt als die sichtbare Welt. Mit uns als Menschen, die nicht an eine Auferstehung glauben können. Denn wenn Gott schon eine Jungfrauengeburt nicht bewerkstelligen kann, dann logischerweise erst recht nicht die Auferstehung von Menschen, die Auferstehung seines Sohnes Jesus und unsere Auferstehung.
Wenn wir also hier sagen, das kann doch gar nicht sein, dann können wir nicht mehr mit Logik daran glauben, dass unser Tod nicht das Ende sein wird, sondern dass auch wir ewig leben werden. Die Konsequenz aus dieser Sicht, Gott kann das nicht tun und hat das nicht getan, ist letztlich Hoffnungslosigkeit. Was ist die Konsequenz aus dem Glauben daran, dass es die Jungfrauengeburt gegeben hat und dass Gott genau so gewirkt hat? Ein ganz anderer Gott als dieser Machtlose, den ich eben beschrieben habe, nämlich ein Gott, der helfen kann. Ein Gott, der Wunder tut und getan hat und für den es kein Problem ist, irgendetwas zu unternehmen, was uns doch unmöglich ist. Und ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er Jesus zu unserer Rettung schickt. Die Jungfrauengeburt, um die es heute geht, ist ja nur der Anfang, die Ouvertüre des großen Rettungsplanes Gottes für uns, der größten Rettungsaktion der Weltgeschichte. Die endet damit, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz stirbt und uns damit die Tür aufstößt zur Beziehung mit dem lebendigen Gott, zur Versöhnung mit ihm und zum ewigen Leben. Ein kleines Beispiel. Sommer 2018, da wurden, Sie werden das erinnern, 12 thailändische Jungfußballer vermisst. Sie waren in eine Höhle geklettert und tief hineingegangen und dann hatte es heftig geregnet. Der Eingang war überspült worden und sie mussten immer weiter in das Höhlengewehr fliehen, zusammen mit ihrem Trainer, und waren eigentlich hoffnungslos verloren, weil sie nicht zurück konnten. Und man wusste auch gar nicht von außen, ob sie überhaupt noch lebten oder ob sie ertrunken waren. Und dann hat es einen Plan gegeben, sie zu retten, ein ganz wilder Plan. Man besorgte sich Material über die Kartografierung dieser Höhle und dann haben Taucher es unternommen, in diese Höhle hineinzusteigen, mal unter Wasser im Dunkeln schwimmend, mal über Steine steigend, kilometerweit unter dem Riskieren ihres eigenen Lebens. Und sie sind dann tatsächlich auf diese jungen Fußballer gestoßen und haben sie einen nach dem anderen den Weg durch das Wasser und die Felsen zurückgeführt. Und sie sind alle gerettet worden. Eine großartige, fantastische Rettungsaktion. Und die Welt hat sich mitgefreut mit diesen jungen Leuten und mit ihren Rettern. Gottes Rettungsaktion für dich und mich ist das Kommen seines Sohnes Jesus in unsere Welt. Die Geburt von einer Jungfrau war der Anfang der Erdenzeit von Jesus, der gekommen ist als unser Erlöser. Was bedeutet diese Sicht für uns Menschen, wenn wir daran glauben? Wir glauben an mehr als das Materielle. Wir haben einen weit größeren Horizont als der Materialist, der nicht an Übernatürliches glaubt. Für uns ist alles denkbar, alles möglich, weil wir wissen, es gibt einen, nämlich Gott, der alles tun kann und mit dem wir alles tun können. Und wir dürfen glauben, geliebt zu sein. Wir dürfen glauben, dass wir geliebte Personen sind. Und dass wir dürfen Menschen sein, die wissen, dass sie ewig leben können, für die der Tod nicht das Ende ist. Wir dürfen Menschen sein, die keine Angst vor dem Tod haben müssen. Warum also ist das mit der Jungfrauengeburt so wichtig?
weil es der Anfang von Gottes Plan zu unserer Errettung ist. Und wenn man auf die Motive Gottes schaut, warum hat er diese Geschichte begonnen? Warum hat er seinen Sohn Jesus geschickt? Da sehen wir einen Gott, der ewig ist. Und wir sehen, er ist nicht allein. Er ist mit dem Sohn Jesus, der auch längst vor seiner irdischen Geburt existent war. Ein Gott, der mit Jesus, mit dem Heiligen Geist lebt, existiert in Ewigkeit. Ein Gott, der das aber nicht für sich genommen hat und für sich behalten hat, sondern der in dieser Ewigkeit nicht sein wollte ohne dich, der dich dabei haben wollte, der dich so sehr liebt, dass er diesen für ihn so schmerzhaften Weg gegangen ist, dass er seinen Sohn hat Mensch werden lassen und in allen Beschränkungen des menschlichen Lebens unterworfen hat, ihn hat sterben lassen, auf schreckliche Weise am Kreuz, um deinen Willen. Gott wollte in der Ewigkeit nicht sein ohne dich. Er wollte und will dich dabei haben. Nimm das ganz persönlich. Für dich ist das geschehen. Für dich ist Jesus gekommen. Für dich hat der Vater den Sohn gesagt. Du bist eine geliebte Person. Nochmal die Frage, kann man das denn glauben heutzutage? Ehrlich gesagt, man kann glauben, was man will. Wenn Sie sich angucken, was Leute so alles glauben, die verrücktesten Sachen, man kann glauben, was man will. Und in Deutschland herrscht Religionsfreiheit, da darf man auch glauben, was man will. Und keiner kann einem Vorschriften machen, was man glauben muss und was man nicht glauben darf. Wir können das glauben. Und im Unterschied zu vielen anderen Dingen, die man auch glauben kann, geschieht etwas, wenn wir an die Jungfrauengeburt glauben, wenn wir an Jesu Auferstehung glauben, wenn wir mit Jesus leben, dann geschieht etwas Übernatürliches, nämlich, dass der Heilige Geist unserem Herzen eine Bestätigung gibt, dass wir Kinder Gottes sind, eine Bestätigung gibt, dass unser Glaube wahr ist. Und wir machen Erfahrungen, die uns eindeutig beweisen, dass unser Glaube wahr ist. Wenn du einmal eine Gebetserhörung erlebt hast, dann kannst du nicht mehr dahinter zurück und sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob das wahr ist. Dann weißt du, dass es wahr ist, spätestens dann. Vergiss nie, Gott liebt dich so sehr, dass er in Ewigkeit nicht ohne dich sein will. Deshalb und nur deshalb ist der Sohn Gottes von einer Jungfrau geboren worden und am Kreuz von Golgatha für dich und mich gestorben. Amen.